Hallo liebe Freunde von CryptoTV und jetzt zum dritten Teaser-Video. Warum Teaser-Video? Ich werde auf YouTube keinen Film mehr hochladen. Ich weiß, ihr habt das schon alle zu Genüge jetzt gehört wahrscheinlich, doch die, was jetzt dieses Video als erstes gesehen haben, nicht. YouTube hat mich schon in einer Woche zweimal gestrikt, bei einem dritten Strike ist mein Kanal gelöscht. Ein Video, das ich schon mal hochgeladen hatte, war noch nicht mal auf öffentlich gestellt und wurde schon gelöscht. Das bedeutet, ein Roboter gibt genau acht, was in einem Video gesagt wird. Und wenn ihm diese Wörter nicht gefallen, dann wird man gestrikt, das Video gelöscht. Ich habe danach lange nichts mehr hochladen können, weil ich nicht mehr durfte. Jetzt kann ich wieder. Aber ich will es nicht mehr hier machen auf YouTube. Weil sonst, wenn ich den dritten Strike habe, mein Video gelöscht wird, alle anderen wunderbaren Videos auch verschwinden. Und das will ich nicht. Ich habe eine tolle Alternativplattform gefunden. Und die zeige ich euch jetzt. Und im Zuge dessen auch gleich das Video, das ich euch näher bringen will. Dazu schalte ich auf den Monitor um. Also hier diese Videoplattform habe ich gefunden. Und ich möchte euch gern hier zu diesem Thema euch dieses Video präsentieren. Um was es genau da geht, will ich euch verbal auch nicht hier äußern, denn wie gesagt, verplappere ich mich, sage ich ein falsches Wort, wird auch dieses Video wieder gelöscht und mein Kanal ist für immer weg. Einen Tipp möchte ich euch hier geben: Wenn ihr hier auf Start drückt, drückt gleich wieder auf Pause und hier auf das Zahnrad. Ihr seht, es ist auf 480p hochgeladen. Dieses Video geht bis 720p, das ist beinahe eine HD-Auflösung. Es ginge auch auf 1080, so hätte ich das Video hochgeladen, nur ist es nur bis 720p Auflösung hochgerendert worden hier auf dieser Videoplattform. Es ist ein Roulette-Spiel für mich, jetzt auf dieser Plattform ein Video entweder in Voll-HD oder auf nur 480p hochladen zu können. Woran das genau liegt, verstehe ich noch nicht. Ich vermute mal, es liegt an der Dateigröße oder an der Videolänge, ob die Server bei dieser Videoplattform es ja schaffen, ein Video, was ich auf in HD-Qualität hochladen wollte, nur hier in Halb-HD zusammenrendern konnte. Ich würde mich freuen, wenn euch dieses Video gefällt. Wichtig ist hier auch noch für die Handy-Zuseher, die was Videos auf den Handys sehen. Dieses Video habe ich viele Textbausteine eingefügt. Also ihr müsst da schon auf Pause drücken und die Bauchbindend lesen, damit man das Video, gerade dieses Video, zu 100% versteht. Denn wenn man diese Textbausteine, die ich hier einblende, ich zeige es euch vielleicht mal. Moment, sorry. Hier zum Beispiel, wenn man das nicht lesen kann, dann versteht man mein Video nur zu 50% und dann geht der ganze Sinn verloren. Ich würde euch sowieso raten, wenn ihr einen PC zu Hause habt, noch extra, nicht immer auf Handy diese Filme anzusehen. Schon allein die Größe eines Monitors macht es ja auch viel mehr aus. Und die gepulste Mikrowellenstrahlung ist auch nicht gerade empfehlenswert. Okay, somit will ich mich gar nicht länger aufhalten mehr. Ich verlinke euch diesen Videolink, damit ihr das Video findet, hier unten in der Videobeschreibung und in der Kommentarfunktion. Und somit freue ich mich, dass ihr wieder mit dabei wart und freue mich beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt CryptoTV.